So viel von der ersten Reihe vom DAX und über die Werte aus der zweiten Börsenreihe. Da spreche ich jetzt mit Alexander Langhorst, dem Geschäftsführer der GSC Research AG. Herr Langhorst, der Nordex, der erwartet, dass der Markt hierzulande 30% wächst. Sind das gute Perspektiven für Nordex? Grüße Sie. Ja, von der Perspektivenseite ist das sicherlich interessant, hört sich auch gut an. Es scheint auch, sagen wir mal jetzt so vom Sentiment im allgemeinen Marktumfeld, scheint man da ganz gut und richtig unterwegs zu sein. Vom Prinzip her denke ich, Aussichten okay, hört sich auch plausibel an, was man seitens des Managements sagt. Nur muss man jetzt eben mit Blick, sagen wir mal, auf die Aktie oder auf den Kurs auch ganz klar sagen, dass natürlich da in den letzten Monaten schon einiges, eingepreist worden ist, auch wenn der Kurs jetzt von der Spitze einiges korrigiert hat. Aber ich denke mal, trotz der positiven Aussichten, aus meiner Sicht ist die Nordex-Aktie doch im Bereich der fairen Bewertung gerade angesiedelt, sodass man da jetzt trotz der Aussichten eher nicht neu einsteigen sollte. Stars und Sternchen, die gibt es auch am Börsenhimmel, nämlich zum Beispiel die von Sky Deutschland. Die zählte 2013 zu den Börsenstars, aber zuletzt büßte das Papier ja rund 20% ein. Wie steht es denn jetzt um den Konzern? Ja, also operativ kommt man tatsächlich voran. Wir haben ja hier jahrelang eben das Thema gehabt, dass im Endeffekt die Abonnentenbasis nicht groß genug war, um sozusagen in die Gewinnzone zu kommen. Da scheint man jetzt auf dem richtigen Weg zu sein. Man scheint auch die Gewinnzone jetzt perspektivisch im laufenden Jahr erreichen zu können. Wir haben aber bei Sky Deutschland das Phänomen, dass natürlich eben die Börse diese erwartete Entwicklung insbesondere im letzten Jahr schon mit sehr, sehr viel Vorschusslorbeeren begleitet hat und da eben der Kurs dann doch sich schon sehr stark von den Fundamentaldaten abgekoppelt hat und nach oben weggelaufen ist, sodass trotz des Rücksetzers, den wir aktuell haben, aus meiner Sicht die Aktie immer noch ausgesprochen gut bezahlt ist. Den fairen Wert sehe ich eigentlich nach wie vor so im Bereich von maximal 5, 5,5 Euro, immer unter der Prämisse, dass es dann tatsächlich in diesem Jahr gelingt, dann auch eben auf der Ergebnisseite in den positiven Bereich zu drehen. Schauen wir auch nochmal auf Wacker Chemie. Da geriet man nämlich heute ordentlich unter Druck. Die Aktie des Chemiekonzerns, die verlor im Vergleich zum Vortag noch mehr als 4 Euro. Was sind denn da die Gründe für? Ja, bei Wacker belastet noch immer dieses Thema Silizium, Stichwort Solarbranche. Da hört man ja allenthalben schlechte Nachrichten. Das kennen wir jetzt. Hatte unlängst Wacker ja auch gemeldet, dass ein Kunde bestimmte Mengen nicht abnimmt. Da meint man jetzt, dass man zuversichtlich ist, dass am Markt platziert zu bekommen, ohne dass man sich da jetzt die Preise mit kaputt macht. Da muss man jetzt mal abwarten, ob das tatsächlich gelingt. Ich denke mal, der Markt ist da ein bisschen skeptisch. Auch einzelne Analystenstimmen, die man da heute zugehört hat, waren da eher skeptisch. Ich denke mal, man muss es abwarten, zumal jetzt auch Wacker ja jetzt unlängst doch ein ganzes Stück nach oben gelaufen ist. Auch da, denke ich, ist insbesondere in dem etwas unruhigeren Umfeld, was wir jetzt ja seit einigen Tagen haben, sicherlich Vorsicht, oberstes Gebot. Und da muss man jetzt auch noch nicht reingehen wieder in das Papier. Herr Langhorst, gewähren Sie uns doch zum Schluss noch einen kleinen Einblick in Ihre persönliche Glaskugel. Was ist denn Ihr persönlicher Favorit von den Aktien? Ja, im Moment tue ich mich doch recht schwer, weil nur mal die guten Sachen sind alle schon sehr gut gelaufen, trotz der Rückgänge aktuell. Im Moment wäre mein persönlicher Favorit, wenn man Cash hat, das an der Seitenlinie zu halten und mal abzuwarten, wo die Reise hingeht. Und ich denke mal, wir werden noch ein paar unruhige Tage sehen. Und da kann man dann sicherlich das ein oder andere Papier sich mal angucken. Aber die wirklich guten Sachen sind im Moment so gut gelaufen, dass man da auch nicht mehr ruhigen Gewissens sagen könnte, da muss man jetzt reingehen. Also Herr Langhorst, Sie sagen Vorsicht bei den Aktien. Ganz genau. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Bitte.